könnte mal so ein kleines Verbandsmittel nehmen, glaube ich. Dann haben wir nicht mehr diesen roten Schimmer um uns rum und wir können wieder ein bisschen besser agieren. Das ist ein Schwein. Wieso reichen denn keine zwei Schüsse mehr? Sonst haben immer zwei Schüsse gereicht. Diesmal nicht. Es ist gerade hier ziemlich dunkel. Ich vermute mal, dass es in der Aufnahme noch dunkler ist. Deswegen will ich mich hier nicht allzu lange aufhalten, weil sonst seht ihr nichts. Ich gebe mir Mühe. Hallo, Schwein. Okay. Das ging nochmal ganz gut. Da geht wieder die Treppe hoch. Und hier ist echt nichts, ne? Ne. Das müsste Barry ja eigentlich auch teilweise sehen. So ein kleines Aufleuchten müsste er trotzdem erkennen. Sag ich jetzt einfach mal so. Also es war zumindest schon öfter so. Okay. Neuer Raum. Neues Gebiet. Das war auch dieser Außenbereich, wo wir mit Claire und Moira diese beiden blinden Typen da erledigt haben. Mal sehen, ob die jetzt immer noch da sind oder ob sich jetzt hier was anderes tut. Wer weiß das schon. Und jetzt regnet's. Ist dir auch warm genug? Ich komm schon klar. Okay. Wo sind deine Mom und dein Dad? Gestorben. In Terra Kitschia. Du warst da, als die Stadt gefallen ist? Tut mir leid. Das war bestimmt nicht leicht. Du bist ein toughes Mädchen. Danke. Dann haben wir jetzt tatsächlich mal eine Anspielung auf den ersten Teil. Leute also auf wie ich sollten eigentlich Leute wie dich vor Bioterroristen schützen. Wir hätten euch nicht im Stich lassen sollen. Also ne, wo bist du danach hin? Terra Safe hat mich in ein Heim gebracht. Eine Anstalt. Tut mir leid, Natalia. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Okay. Das ist jetzt endlich mal was wir jetzt aus dem ersten Teil noch hören. Also Terra Grigia war ja im ersten Teil, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Stadt, die untergegangen ist, wo wir mit Jill und Chris gekämpft haben. Unter anderem, also nicht nur in Terra Grigia, sondern auch hauptsächlich auf den Schiffen eigentlich. Und ja, da kommt also Natalia ursprünglich her. Ist interessant zu wissen, finde ich. Man hat sonst eigentlich wenig Bezug zum ersten Teil bisher genommen. Da liegt Alkohol oder so. Rauchpulver. Also wir könnten natürlich auch mal eine Rauchbombe basteln, aber Alkohol. Ehrlich gesagt, ich bin lieber für diese Brandflaschen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen eintönig ist, aber ich finde die besser als Rauchgranaten, also schon. So, dann gehen wir einfach mal hinterher. Irgendwas beobachtet uns. Was ist los? Oh, ich habe auf dich gewartet. Nichts. Können wir gehen? Okay. Wahrscheinlich vom Turm aus, ja. Irgendwas hat uns vom Turm aus beobachtet und wartet bereits auf Natalia. Das ist sehr interessant und ein bisschen unheimlich. Und hier sind auch keine Leute mehr eingesperrt, also keine Zombies. Die waren auch hier drin. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Sommer. So kannst du sagen, langsam. Ja, jetzt habe ich bald alle Körperteile ab. Es ist nicht wahr, oder? Controller? Das ist doch nicht wahr. Ja.
Jetzt halt doch mal still! Sei bitte vorsichtig! Oh, jetzt muss ich noch nachladen. Meine Güte! Was habe ich denn da fabriziert? Nee, also das ist ja schon wieder nicht mit anzusehen. Mal gucken, ob hier noch was Tolles liegt. Ich hätte natürlich auch mal mit Brandmunition werfen können oder so, also mit den Flaschen hier. Aber ehrlich gesagt möchte ich mir die noch aufschonen. Falls mal wieder diese blinden Typen oder so kommen, weil die sind natürlich ein bisschen schwieriger zu besiegen. Ach, das ist ein Sniper auch noch. Das ist ja cool. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Blinkt da was? Oder war das Regen? Das war wohl Regen. Und das hier ist, eine Kiste? Ach so! Aber die großen nicht, ne? Nee. Gut, dann nehmen wir die mal wieder. Erst einmal. So, noch eine... Ist die auch zu kaputt machen? Nein. Okay. Dann rein hier. So. Runter erstmal? Erstmal runter, würde ich sagen. Sie sind drin. Sei vorsichtig. Haben wir noch eine leere Flasche? Ne. Aber das Schießpulver können wir erstmal übergeben. So. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Ich sollte hier vielleicht doch erstmal zum Gewehr wechseln. Das ist... Haben wir noch Verbandsmittel? So. Mann, Mann, Mann. Ist das eine Karte? Ja. Okay. Also ich sag mal so, das ist... Eigentlich ist das nicht wirklich schwer, aber irgendwie tue ich mich irgendwie ein bisschen schwierig mit diesen komischen Gegnern. Ich weiß auch nicht warum. Ich höre was. Habe ich noch Pistole? Ja. Ach, nö. Der ist weg. Nein, der ist nicht weg. Halt an, halt an. Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin. Ich hätte ja auch noch nach oben latschen können. Ach nö. Noch so ein Scheißviech. Das Monster. Natalia! Du hast den direkt auf den Schwachpunkt getroffen. Das war richtig geil. Wow. Hut ab. Kleine Lady. Also hier scheint es mir weiter zu gehen. Bevor wir jetzt hier... Warte mal, ich muss noch mal eben zurück, weil da war doch noch eine Treppe. Ach, du sollst ja nicht da hochklettern. Ich muss noch mal eben zurückgehen, Leute. Tut mir leid. Denn da war doch noch eine Treppe, die nach oben führte. Wahrscheinlich ist da nichts gewesen. Aber für den Fall, dass da was war, will ich das wissen. Denn dann gibt es da vielleicht noch Muni oder so. Mal kurz hochgucken. Da ist ein Stein. Da ist was eingestürzt. Ah, okay, hier ist eine Wand, da brauchen wir eine Bohrmaschine. Okay, dann weiß ich zumindest, dass es hier oben nicht weitergeht vorerst. Dann frage ich mich aber gerade, wie kriegen wir denn die Bohrmaschine? Denn Pedro ist ja tot. Oder gibt es halt irgendwie später nochmal wieder eine Bohrmaschine? Das weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig. Wie war das denn? Okay. Es ist eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so lange her, als, seitdem ich das Let's Play geguckt habe. Kann ja auch nicht lange her sein, weil so lange gibt es das Spiel ja noch gar nicht. Aber das mit der Bohrmaschine wusste ich jetzt gar nicht mehr so wirklich. Habe ich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Okay, dann sind wir jetzt hier. Habe ich noch was zum Schmeißen? Ich habe noch zwei... Oh Gott, was ist das denn?
Wow. Was ist das? Git. Mann, dieser Controller. Ich sehe nicht gerade viel. Ja, ich möchte... Okay, das kann nicht treffen. Das ist gut, aber ich kann treffen von hier. Wow. Okay. Zwei Schuss, zwei gezielte Schuss und die Viecher sind platt. Die schmeißen praktisch mit, ja, ich hätte fast gesagt Fangarmen. Aber ich könnte... nee, das mache ich jetzt mal nicht. Ich könnte natürlich jetzt noch Verbandsmittel herstellen, aber... Einer von euch hat mir auch den Tipp gegeben, macht das nicht so oft. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der ist tot. Okay, also mit dem Messer kann man die verwundbaren Stellen auch schnell kaputt kriegen. Finde ich gut. So, sind wir jetzt hier gerade mal ungestört? Dann würde ich mal eben die Kiste öffnen. Sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Da, warum bist du denn da oben auf der Kiste zugange? Öffne mal diese Teilebox. Teilebox. Wenn das denn teilemäßig was ist. Oh Gott, da war ich etwas weit weg vom Ziel. Da. Ah, Mann. Ja, irgendwann schaffen wir das heute noch. Nein! Ich will doch gar nicht neu versuchen. Ich mag den Controller nicht. Ich mach das Ladekabel jetzt ab. Dann passiert das nämlich nicht so oft. Ich habe nur das Problem... Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Ich will... Nein. Ich will das Spiel nicht verlassen. So. Okay. Wenn der Controller jetzt gleich wieder leer ist, habe ich natürlich ein Problem. Oh, bin ich weit weg. So, das war mal ein Volltreffer. Geht doch. Geht doch. Was ist das denn? Erweiterungstasche für Natalia. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ich habe kaum noch Muni, ne? So gut wie gar nichts mehr. Das ist wirklich nicht gut. Also ich möchte irgendwas finden. Kann ich denn von hier oben irgendwo was erkennen? Liegt vielleicht noch auf irgendeiner Kiste was drauf? Nee, nicht wirklich. Ach, ich kann sogar hier auf den Kisten her hin und her springen. Sehr geil. Finde ich cool. Hilft mir jetzt zwar nicht viel weiter, aber ist cool. Gut, Natalia, dann lass uns mal hier weitergehen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen Mund... Es wird gespeichert, auf jeden Fall. Das ist schön. Oh. Bitte was Gutes. Ach, Pistolenmunition. Ah, okay. Solange hier nur Hunde rumlaufen, ist alles okay, aber ich glaube da nicht so dran. Hunde. Schweine sind's ja hier. Ich setze die irgendwie mit den Hunden gleich. Weiß auch nicht warum. Bewegen sich halt ähnlich. Oh Gott, ich höre was. Zumindest Musik. Irgendein Soundeffekt. Oh, das ist gut. Schießpulver. Das nehmen wir mal eben. Sehr gut. Jetzt haben wir eine explosive Flasche und eine... Was war das? Eine Brandflasche, glaube ich, ne? Okay, haben wir zwei Flaschen. Wir wollen einmal eben gucken, ob hier irgendwas ist. Ich weiß, hier war mal was, aber hier scheint nichts zu sein. Das ist echt schade. Ich brauche doch Munition. Da sind wieder diese Scheißdinger. Ja, ich sehe schon. Da will ich eigentlich nicht lang. Wir gehen einfach mal weg. Ihr habt gesehen, da waren wieder diese Teile auf dem Boden, die explodieren. Und die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, jetzt haben wir zwei grüne Kräuter wieder. Ich könnte einmal Verbandszeug basteln, aber will ich das, ist die Frage. Weil ich kann doch auch schleichen, ne? Warte mal.
Scheiße. Oh, ich sehe gerade was. Ja, genau das habe ich. Wollte ich gerade verhindern. Geh mal weg. Ich habe kein Desinfektionsmittel, das ist das Problem. Oh Gott, jetzt kommt er. Bist du tot? Ich hoffe es. Du bist nicht tot. Scheiße. Okay. So, jetzt muss ich den da oben noch killen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, komm, zeig mal deinen verwundbaren Punkt. Ich habe nur noch 3 Schuss, ich muss aufpassen. Komm, zeig deinen Punkt. Ich will auch nicht zu nah hier ins Bild treten, das ist das Problem. Ja, wenn ich jetzt schieße, halte ich für keine gute Idee, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. Sehr gut. Boah. Huh. Ja, ich freue mich gerade. Weil für mich ist das schon eine gute Leistung. So, und ich habe schon wieder keine Munition mehr. Das ist viel schlimmer. Ich habe auch keine Flaschen mehr, nix, ne? Alter, ich habe so gut wie gar nichts mehr. Boah. Okay, dann Natalia, findest du hier vielleicht noch was? Irgendwas? Ne. Scheiße, ey. Na gut, Leute, dann gehen wir jetzt rein ins Gebäude und hoffen mal, dass wir da irgendwo ein bisschen Munition kriegen. Okay.